Oh, ist eine geile Aussicht. Guckt euch das mal an. Das sieht richtig geil aus. Richtig sexy. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Alien Isolation. Ich hoffe, das Mikrofon stimmt, so wie es ist. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu meinem nächsten Part. Nochmal. Warte mal, was muss ich machen? So, genau. Das letzte Mal ist leider die Aufnahme komplett abgebrochen, habe ich gemerkt gehabt. Es war auch dann nicht mal mehr eine Audiospur verfügbar. Und da ihr das Spiel ja sicher nicht ohne Sound euch anhören wollt, mache ich jetzt dort weiter. Wo ist jetzt... auch richtig weitergeht. Und zweitens, wir hier hinten lang gehen müssen. Hier, Leute, schaut mal, hier oben. Ich, Depp, bin da ein Part lang alles hier unten lang gelaufen, weil ich dachte, hier gibt es vielleicht eine Tür, wo man da hinkommt. Aber nein, war wieder mal falsch von mir gewesen. Wir hätten hier gerade hier oben reingehen müssen. Hier haben wir gestartet, hier ist dieser Dings, wo wir die Hebel runter machen müssen, hätten nur hier oben reingehen müssen. Toll, ne? Ein Part eigentlich so für die Katz. Oh oh. Okay. Wir sind wieder voll im Feeling. Ich merk's gerade. Ich hoffe, die Beleuchtung ist gut so. Ich habe mich auch wieder rangesetzt jetzt und wieder OBS, also das Aufnahmeprogramm, was ich habe, mal wieder zu konfigurieren, dass ich wieder Livestream kann. Also wenn ihr darauf Bock habt, Leute, haut mir mal ein fettes Livestream in die Kommentare unten rein. Dann mache ich mal wieder einen Abend lang einen Livestream oder so. Mal gucken, wie das so geht. Natürlich erstmal auf YouTube wieder. Wir können raus. Aber ich habe sogar schon angefangen, meinen Twitch-Kanal einzurichten. Also wenn ihr mich da suchen wollt, könnt ihr einfach nie oben eingeben und könnt mir da schon mal folgen, wenn ihr Bock habt. Scheiße. Ich brauche unbedingt Flammenwerfermunition. Ich fühle mich immer so krass unsicher. Wenn ich keinen Flammenwerfer habe, Munition mit einem Flammenwerfer, kein Flammenwerfer mit Munition habe. Oh oh. Das ist gerade hinter der Wand. Scheiße. Ich glaube nicht, dass es hier reinkommt. Okay, ist wieder oben. Ey, das wäre jetzt zu krass gewesen. Wo müssen wir hin? Ich schätze mal an. Komm schon! Das ist gerade runtergekommen! Oh, war das knapp! Oh, shit! Ja! Gut! Ich werde jetzt, wird auch sicher abgespeichert. Ey, endlich bin ich mal weiter und ich, Depp, ich laufe da eine halbe Stunde lang in die falsche Richtung. Tut mir mega leid für die Leute, die sich das antun mussten. Folgt es Ihnen noch? Ich glaube. Natürlich folgt mich das Vieh noch. Okay, es wurde jetzt erstmal abgespeichert, das ist schon mal richtig geil. Warte mal, erstmal gucken, wo ich hin muss. Und jetzt brauchen wir auch erstmal Flammenwerfermunition. Da oben müssen wir hin. Ich erkunde mich erstmal hier so ein bisschen. Vielleicht findet man hier so ein paar Geheimgänge. Also davor habe ich ja richtig Panik, diesem Vieh hier unten zu begegnen, in so einer Röhre. Scheiße, ist das so schlau, jetzt dahin zu laufen, wo das Vieh ist?
Scheiße. Ich frage mich, wie gut das hier unter... Wie gut das sehen kann. Du hast nicht zufällig Flammenwerfermunition dabei, oder? Nein. Das ist nur gut gegen Androiden, diese scheiß Elektroschocker. Okay, ich sehe es jetzt erstmal nicht mehr auf dem Radar. Tipptopp. Wir laufen hier weiter. Ich glaube, das ist genau über mir. Ich mache jetzt trotzdem auf. Okay, wo müssen wir hin? Ich denke mal, hier wird irgendwo eine Tür sein. Haben wir eigentlich... Kann man speichern? Machen wir doch, oder? Oh, super. Ich frage mich, wann der letzte Teil war, wo wir nicht gestorben sind. Für die Türen muss ich Strom wiederherstellen. Ich glaube, das kann man hier machen, ne? Ah, oder so, genau. Nein. Hier ist ein Aufzug. Okay. Das kann sogar richtig sein. Ich benutze den mal. Mal gucken, wo der uns hinführt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob das jetzt richtig ist? Aber ich denke schon, oder? Zeig mal. Nee, das ist falsch. Nee, nee. Ah, wir sind hier. Von hier sind wir gekommen. Ich kenne die Stelle noch. Nee, wir müssen wieder hoch. Ich kenne mich hier halt leider gar nicht mehr aus auf dem Schiff. Aber ich weiß, wo wir sind, auf jeden Fall. Was? Hat jetzt deiner geschrieben oder hat das einfach nur vibriert? Hat einfach nur vibriert. So. Muss ja hier bei der Sache bleiben, ne? Ich weiß nicht, ob ich das beruhigend finde, dass das jetzt so dunkel ist hier drin, ne? Aber ich glaube, das kann uns schon etwas weniger sehen, wenn wir hier sind. Gut, wir sind auf jeden Fall richtig. Nur, wir müssen hier durch diese Tür, sehe ich gerade. Aber erstmal gucken wir mal hier, was wir hier noch so alles aus den Kisten kriegen können. Hm. Kann ich eigentlich... Ich glaube nicht... ich glaube nicht, dass ich... Oh, oh. Da ist ja noch eine Tür. Wieso sehe ich die denn nicht hier drauf? Vielleicht komme ich hier unten so lang. Ja, voll. Ich frage mich halt, ob ich aus Teilen auch... Ne, das kann ich nicht, gell? Für den Flammenwerfer Munition bauen kann. Aber ich sollte jetzt halt auch wirklich mal... Dafür verstecke ich mich nur mal kurz hier ein bisschen unter dem Tisch. Wo war denn das nochmal? Das... mach mal aus. Genau. Ein bisschen Medikits hier machen. So.
Eine Rohrbombe kann auch nicht schaden. Flammenwerfer. Was ist eigentlich das da oben rechts? Keine Ahnung. Rauchgranate bringt mir, glaube ich, jetzt auch nicht so viel bei dem Alien. Ja. Ja, trotzdem, ich tue mal ein bisschen Teile verwerten. So. Scheiße. Also, es ist hinter uns. Androiden sind da hinten. Oh, auf die habe ich ja gar keinen Bock eigentlich. Eigentlich müssen wir links hoch. Aber es juckt mir schon den Fingern, hier hinten mal nachzugucken. Kann auch ein Mensch sein. Du schaffst das, du schaffst das. Okay. Das sieht mir voll nach einer Falle aus. Bitte komm nicht von da oben runter. Nett hier, wie? Ich hau wieder ab. Das ist mir zu gefährlich. Kann man wirklich keinem trauen. Schlüsselkarte. Die hat man bestimmt gebraucht. Was haben wir hier noch? Ich muss kurz aufstehen. Das wurde ziemlich schnell zum Alten. Leuchtfackel. Inventar voll. Ja, okay, dann behalten wir die. Ich nehme an, dass wir eine Tür aufmachen müssen mit der Schlüsselkarte. Hier ist ja nicht umsonst so ein PC. Kann nicht glauben, dass die Arsche mich rausgeschmissen haben. Nee. Hier kann man nicht viel machen. Ich gehe jetzt durch die Tür. Was? Erlangt sie Zugang zu dem Projekt KG Forschungslabor? Ja, ist ja okay. Ah, wahrscheinlich kommen wir da oben erst mit der Schlüsselkarte rein. Das kann natürlich gut sein. Oh, mir kribbelt es immer an den Fingern. Wenn ich mich in Räumen befinde, wo ich mich nicht verstecken kann. Was ein Lärm! Das Vieh ist gerade hier oben. Oh, das ist eine geile Aussicht. Guckt euch das mal an. Das sieht richtig geil aus. Richtig sexy. Sind wir richtig? Ja. Da kommen wir nicht rein. Aber ich glaube, die Schlüsselkarte, die wird uns weiterhelfen. Ja. Was ist das denn? Also hier oben müssen wir rein. Das heißt, wir müssen aber die Tür irgendwie öffnen.
Okay. Wie lade ich nochmal nach? Warte, das Vieh ist hier unten. Nein, wenn das hier reinkommt, zieht mich das, oder? Scheiße, nein! Oh. Ah, das war aber auch eine blöde Stelle, wo ich gewesen bin. Ja. Warte, wie lädt man denn nochmal nach? Ich schau mal kurz nach. Option. Spiel. Tastenbelegung. Nachladen. Ducken. Spähen. Revolver wählen. Ja, ich weiß es nicht. Okay. Egal. Wir probieren es nochmal. Wo sind wir? Hier. Wenn ich die Munition habe, dann probiere ich es nochmal. Ah, jetzt haben wir eine kleine Abkürzung genommen. Aber die Schlüsselkarte brauchen wir ja trotzdem. Da müssen wir trotzdem zurück. Oh, ich liebe auch einfach die Musik von Alien. Die ist richtig geil. So, den kann man eigentlich in Ruhe lassen da drin, ne? Der sagt ja eh nichts. Ich glaube nicht, dass man mit dem reden kann. Ich probiere es zwar jetzt nochmal. So, Schlüsselkarte habe ich. Ich guck mal, ob ich nochmal mit dem reden kann. Nee, das ist mir zu riskant. Mache ich nicht. Ich laufe auf jeden Fall unten lang. Ich denke, wenn wir kriechen, ist es das Beste, als hier einfach frohen Mund durch die Gegend zu rennen. Aber wir müssen auf jeden Fall da rein, weil die Schlüsselkarte da drin ist. Wir müssen mit der die Tür ja da drin aufmachen. Da wäre ein Versteck, auf der linken Seite ist ein Schrank. Sobald es runterkommt, würde ich den sonst nehmen. Hier war Flammenwerfermunition drin. Okay, jetzt nicht mehr. Hier? Auch nicht. Das könnte ja sogar hier runterkommen. Scheiße. Hier irgendwo ist ein Computer. Nein, hier ist kein Computer. Was ist das da? Ein Bindemittel. Mann, die Flammenwerfermunition ist ja gar nicht mehr da. Was soll denn das? Was ist denn das für ein Geräusch? Ist das eine Überwachungskamera oder sowas? Ah! Mach! Ist ja nicht so, als wäre das mega laut.
Wait, ich bin hier. Das Labor kann von der Hauptstation getrennt werden. Bringen Sie es wieder online. Ach, hier können wir erstmal die Karte laden. So, aktualisieren. Stellen Sie den Strom zum Labor wieder her. Okay, machen wir. Dafür müssen wir hier runter, schätze ich. Oh, wir müssen wieder raus, hä? Sehe ich gerade. Kann das sein? Nee. Stellen Sie den Strom zum Labor wieder her. Nein, das Alien ist da hinten. Fuck. Bitte kann ich mich hier irgendwo verstecken. Wo kann ich mich denn hier verstecken? Oder mal... Hier drinnen irgendwo. Das ist auf der Seite. Nein! Bitte bleib innen. Gewesen. Nein. Wo ist das? Ist das hinter mir? Ich bin tot. Nein. Oh, shit. Verdammt. Ja. Wo haben wir gespeichert? Da unten. Leute, ich glaube, ich werde an der Stelle jetzt Schluss machen. Aber... Ah, hier sind wir. Okay. Sind doch ein bisschen weiter, oder? Ah, nee, voll nicht. Der nächste Part wird genau da ansetzen, wo wir eben gerade gestorben sind, dass ihr euch das nicht wieder angucken müsst. Die Stelle werde ich auf jeden Fall noch dann alleine laufen, erst dann der Aufnahme beginnen. Ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, haut mir doch mal unten rein in die Kommentare, ob ihr Bock auf, ob ihr wieder Bock auf einen Livestream habt. Alien Isolation wahrscheinlich oder sonst halt auch ein anderes Spiel, aber erstmal Alien Isolation. Und auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao!